Warum wird er irgendwie so bestraft? Warum werde ich eigentlich bestraft? Das ist so eine Low in hier. Ja. Und damit habe ich mich einfach nach vorne katapultiert. Ein Spawn geht hier los. Ach ja. Und ich wollte den Reaper ausprobieren. Jetzt muss ich mal die. Oh Gott, das ist anders. Ich habe ganz neuen Skills. Das Geilste ist aber halt einfach, wie man null Erfahrung kriegt. Ganze null. Ich fand es immer so schön, wenn das da. Es war so schön. Es war so eine schöne Zeit. Oh. So demotivierend. Was? Dafür muss ich dann stehen bleiben, ne? Ja. Okay. Okay, ich weiß, wie die eine Technik funktioniert. Nein. Nope. Das macht sehr kalt. Das ist ja nicht schwierig. Ich weiß. Okay, für sowas zum Hinterherlaufen ist es halt geil, ne? Wir haben jetzt eine heiligte Tank um 10%. Ja, warum nicht, ne? Oh, jetzt geht das Langweiligste von allem los. Die typische Eider-Position. Bleib doch mal hier hinten stehen. Süß!
doch noch mal was? Ah. Das neue Volk, Bunny Boys. Ach ja, unsere geliebten Bunny Boys. Ich weiß nicht, irgendwie. Also, sie sind cool, davon mal ganz abgesehen, aber. Ja. Da fand ich andere Völker interessanter, sagen wir es so. Ja, mal ein paar. Genau, hol dir die Kiste da hinten. Klicken wir gelernt sein. Jetzt kommt der spannendste Bosskampf meines Lebens. Der ist so spannend. Ich habe gerade gesagt, das ist der spannendste Bosskampf meines Lebens. Hä? Ich habe gesagt, das ist der spannendste Bosskampf meines Lebens. Von klicken oder das, dem anderen habe ich nichts gesagt.
oder? Hey, Jingity-Jing. It's Dominic the Donkey. Jingity-Jing. The Italian Christmas Donkey. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Jetzt wollte ich es aber wissen, ne? Ja, das ist okay. Ich sage nur, ihr wolltet Punkte sparen, ne? Wiederhol es nur. Ihr wolltet Punkte sparen. Ich höre es immer wieder von euch. Ja, aber die sind auch ganz schnell am Ende, ne? Das hätte ich früher sagen können. Ja, zu spät, ne? Zu spät. Geht auf Story weiter. Hat er so nachgeguckt. So, danke. Kannst du ruhig schon anwenden, ja. In der Zeit gucke ich zumindest, wo ich weitermache, Busch. Ich habe schon 119 PS. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Muss ich gleich mal gucken. Glatte 200. Wird zur Zeit auch nicht mehr. Hui, Drachi! ich flüchte vor Luna. Hier kann ich fliegen. Ja, wenn mal so viel los ist. Pass auf, und wenn ich jetzt, während ich jetzt da dran bin, kommt das Dinge.
Hey, der Zug. Ich habe nie daran gezweifelt, dass euch Erfolg beschert sein würde. Dass euch aber so schnell gelingt, hat selbst mich überrascht. Die Seelenwächter sind es, die diese Unterfangen überhaupt das möglich machen. Werdet ihr und Emmerich das Korb anführen? Nein. Oh, Emmerich. Komm hier, mein Schnucki. Komm in meine Arme. Nein, jetzt haben wir lediglich nicht mit der Aufstellung der Truppen betraut. Danach werden wir uns wieder unseren eigentlichen Aufgaben widmen. Die Truppen, die die Türme bekämpfen, könnten ohne ihre Anführer unruhig werden. Das wollen wir vermeiden. Außerdem sind längst nicht alle von der Idee angetan, unsere besten Leute zur Rettung der Galia zu entsenden. Wir wollen die Kluft nicht noch größer machen, als sie ohnehin schon ist. Am Ende würde noch das ganze Korb daran zerbrechen. Man kann es eben nicht allen recht machen. Leider nicht, aber wir geben unser Bestes, um ehrlich zu sein. Würde ich lieber an eurer Seite, ja, in den Kampf ziehen, weil ich habe auch so schon genug Schlachten zu schlagen. Und das Wort wird mir eine schärfere Waffe sein als das Schwert. Bei mir sieht es ja bedauerlicherweise genauso aus. Momentan ist die größte Hilfe, die wir euch bieten können, euch den Rücken in Eosea freizuhalten. Während ihr in Isabad für die Gerechtigkeit kämpft, werden wir versuchen, die Zweifler von der Richtigkeit unserer Unternehmung zu überzeugen. Ich danke euch beiden. So trifft man sich wieder. Oh. Die Nachricht eures Erfolgs hat sich schnell verbreitet. Ohne die Schützen und Talismane, die ihr besorgt habt, wäre diese Unternehmung gar nicht erst möglich gewesen, stimmt's? Ich habe Maxima bereits alles mitgeteilt, was ich weiß, und hoffe, dass es euch nützen wird. Das Schicksal meines Volkes liegt nun in eurer Hand. Dürfen wir uns also nicht begleiten? Dabei solltet ihr doch am meisten an dieser Sache liegen. Selbstverständlich. Teleforoi haben meine Heimat zerstört und meine Landsleute zu willenlosen Dienern gemacht. Doch obwohl jede Faser meines Körpers nach Rache stimmt, werde ich sie nicht ausüben. Meine Anwesenheit allein könnte die ganze Mission gefährden. Man hat des Mords an Kaiser Varys bezichtigt. Wenn ich in euren Reihen stünde, würde euch vielleicht viele Galliar von vornherein das Vertrauen verweigern. Oh Gott. Und selbst wenn einige meine Rückkehr begrüßen, sie würden ihre Hoffnung vermutlich nur auf mich projizieren und den Korb als solches misstrauen. Ob man also als Verbrecher oder Helden betrachtet, ich würde euch einzig im Weg stehen. Wir werden dein Volk an deiner Stadt befreien. Oh Gott, jetzt ist ja noch so übrig. Dafür danke ich euch. Ihr seid stark und mutig genug, um Gala mal zu befreien. Dessen bin ich mir sicher. Mach hier denn nicht, dass ich gleich in der Sequenz bin. Also, wenn das losgeht. Ihr habt gehört, was Gaius gesagt hat. Ich werde euch an seiner Stadt als Ortskundigen nach Galamalt begleiten. Ich musste meine Heimat zwar aus politischen Gründen den Rücken kehren, aber aus dem Herzen verbannt habe ich sie nie. Ich werde alles dafür tun, um sie und meine Landsleute zu beschützen. Gut gesprochen. Nur wenn diese Unterredung damit beendet ist, würde ich dich bitten, die anderen in den Palast zu begleiten. Emmerich! Wer weiß, womöglich trefft ihr ein, zwei bekannte Gesichter. Falls wir uns vor eurer Abreise nicht mehr sehen sollten, möge Halone mit euch sein. Ich möchte mal wieder ein Date mit ihr haben. Also, der Charakter, nicht ich selber, ne? Der Charakter. Das war voll! Mal sortieren. Da. Ach du Rüde, nur das ist wieder so ein hässliches Ding. Okay, das geht gar nicht. Naja, wenigstens kann ich das Ding jetzt tragen ohne. Ne?
Ich mache jetzt extra hier gerade nicht die andere Quest. Weil ich befürchte mal, dass wir dann in das Ding reinkommen. Das sieht eine Panne aus. Können wir uns das Röckchen gucken? Irgendwie mag ich das Mount. Irgendwie hat das was. Partnerlook. Noch. Ich krieg das Krise, genau. Also rein theoretisch bräuchte ich nur noch. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich könnte ein Dreier kriegen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht eins voll kriegen. Wie ich mein Glück kenne. Wobei sie eigentlich gut positioniert sind. Eigentlich. Diese Schuhe gehen auch mal so gar nicht. Ich könnte ein Dreier kriegen für 2021. Ja, was denn? Das sagt man doch im Lotto genauso. Dreier mit Zusatzzahl. Oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, was denn? Das ist doch so. Nein, das ist es nicht. Da! Nee, warte, wo ist es denn? Da! Nee. Hä? Doch, da! Sag mal. Da, da und da. Ist doch ein Dreier. Wie kann man das denn falsch verstehen? Da, da und da. Dreier. Selbst da geht... Na gut, das wäre ein... Ein Einer. Das wäre auch ein Einer. Also, ne? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie gern hätte ich jetzt eine Hose an? Nur wo wir verstehen, was alles zweideutig. Ja, ich weiß. Kennst ja nicht anders. Ich kenn's ja nicht anders von euch. Ja. Was denn? Was ihr habt. War denn jetzt schon wieder falsch? Was ich mache, ne? Was denn? Nein! Sag mal! Man muss ja auch auf die Sachen achten, die ich tue! Wenn ich mir so drunter gucke und sage, ich wünschte, ich hätte Hose an, weil das aussieht, als hätte ich ein Nachthemd über.
Sag mal! Also wirklich. Außerdem darf man nicht mit Schlippi vorm PC sitzen. Im Stream. Ist übrigens verboten. Nur mal so zur Info. Zumindest nicht gern gesehen. Du guckst dir immer noch aufs Kleid. Weil das kacke aussieht! Das sieht doch. Alter, komm, das sieht doch kacke aus! Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Hab ich doch schon. Ich hab was anderes an. Oh, ich schwebe. Ich schwebe nicht mehr. Ich schwebe. Ich schwebe nicht mehr. Ich schwebe, ich schwebe nicht mehr. Ich schwebe nicht mehr. Ich schwebe, ich schwebe nicht mehr. Ich schwebe, ich schwebe nicht mehr. Ich stehe nur da drin. Rot Panda? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich glaube nicht. Zumindest nicht auf dem Char. Auf irgendeinem Char habe ich einen roten Panda. Ich glaube, auf meinem allerersten Char habe ich einen. Den habe ich geschenkt gekriegt damals. Von Dufte. Oh Gott, was war denn das nochmal? Welche Indie war das denn nochmal?
Ich liebe den Reaper! Also da ich nach dieser Indie wieder Story mache, ist es für mich sowieso schwer, dann mit ins Voice kommen. Wenn es immer noch darum geht. Weil ich dann ja immer noch mit Lesen beschäftigt bin. Ich liebe den Reaper! Der ist cool! Den Reaper schon bekommen. Ja, den Reaper habe ich mir direkt am Anfang geholt. Direkt, wo ich vorhin gestartet habe. Weil direkt das erste, was ich gemacht habe. Alle anderen haben sich den Sage geholt, ich habe den Reaper geholt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich den spiele. Tatsächlich. Und ich muss sagen, ich liebe diese Klasse. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsklasse. Nee, das startet auf 70. Ich probiere gerade einfach so alle Fähigkeiten aus. Ich glaube, den gibt es das nicht in Limsa. Die Quest für den Sage. Ich glaube. Ah ja, Limsa, okay. Ich liebe den Reaper. Ich glaube, das wird meine Lieblingsklasse. Neben dem Baden. Gehört es vielleicht, war?
Ich sehe das genau. Ja, ja. Ich sehe das alles. Kann das alles mitlesen. Im Chat fragen sich, was da steht. Ja, und? Well. Nein, das ist das so. Well. Oh Gott. Ich bin gerade einmal komplett rausgetappt. Okay. Was hast du denn? Aber ich will jetzt nicht gehen. Ich finde das gerade zu müde zu schneiden. Oh. Aber wenn du müde bist, dann gehst du ins Bett. Oh Gott, wie ging der nochmal? Oh, ich muss wieder sterben. Es geht ja nicht darum, ob man will, es geht darum, wie müde man ist. Alter, das sieht aber geil aus mit meinem Viech, was da so versteinert stand, ne? Ich meine, wenn man müde ist, ist man müde, ne?
tut weh. Du bist tot. Wird morgen vielleicht 2 Stunden nach der Nachtschicht gepennt. Seit Donnerstag 12 mittags mehr oder weniger wach. Wie habe ich das Geld? Ich habe keine Ahnung. Oder ich habe keine Ahnung. Aber du hast. Dass dieser Fahrstuhl nicht zusammenbricht, während man hier drauf ist. Ich meine, wenn da so die ganzen Monster und so rumschwirren. Das wäre so, dass es aussieht wie in FF12. Nee, FFC2. Habe ich erwähnt, ich liebe die neue Klasse? Ich weiß, was ich morgen level. Ja, bei mir ist gleich Anytime. Ah! Ja, könnte möglich sein. Könnte möglich sein. Steidert. Ich will ja nicht.
Also ich weiß zumindest, was ich morgen, während ich Friendly Fire gucke, mache. Ganz viel Reaper leveln. Ganz, ganz viel Reaper leveln. Ganz, ganz viel Reaper leveln. Ja! Ich muss nicht alleine leveln. Mach ich, Luna. Ich werde dann morgen nur nicht ins Voice gehen. Weil ich möchte halt morgen wirklich Friendly Fire mitkriegen. Also Voice wäre bei mir dann halt leider nicht drin, aber alles andere können wir dann gerne machen. Wenn dich das nicht stört. Dunkelheit wird das Licht verschlingen. Weil bei Friendly Fire, das ist seit jetzt seit 2 Jahren. Das ist mein 3. Mal, ich weiß es nicht genau. War das oder 3. Mal, wo ich das gucke? Und ja, da würde ich dann halt schon gerne. Wie gesagt, 15 Uhr geht's los. 15 Uhr muss ich fit sein. Und